Ja, hallo. In diesem Teil nun die Vorschleife. Hier zunächst einmal die Syntax der Vorschleife. Und zwar, wir haben unser For. Nun muss in Klammern stehen Ausdruck 1, 2 und 3. Wofür die jetzt stehen, dazu gleich mehr. Und danach folgt wieder eine Anweisung. Die kann entweder in geschweiften Klammern stehen oder nicht. Ist im Grunde dasselbe wie bei der If-Anweisung. Wenn mehrere Zeilen verwendet werden, muss von einer geschweiften Klammer Gebrauch gemacht werden. Aber zunächst zu den Ausdrücken. In den ersten Ausdruck kommt unsere Variable rein, also im Grunde unser Anfangsausdruck. Dazu nimmt man in nahezu allen Sprachen die Variable i und setzt diese in der Regel auf 0, in anderen Sprachen vielleicht auch mal auf 1, aber in der Regel auf 0. Nun brauchen wir als zweites die Abbruchbedingung. Die Vorschleife soll abbrechen, wenn ein bestimmter Ausdruck einen bestimmten Wert erreicht hat. Dazu legen wir zunächst noch einen Wert fest. Int x gleich 5. Setzen hier unser i zunächst rein, denn es soll ja immer so lange noch weitergehen, beziehungsweise mit der Vorschleife fortgesetzt werden, solange i kleiner als x ist. Und in den dritten Ausdruck muss hinein i++. I soll bei jedem Schritt 1 hochgezählt werden. Man kann auch diverse Steps hier anwenden, damit es einen Sprung von 2 hat. Aber in der Regel nimmt man das i++ oder auch manchmal i-. Was nun folgt, ist unsere Anweisung. Und um das Ganze hier anschaulich zu halten, wieder System out println. Und als Wert setzen wir hier i rein. Führen wir die ganze Geschichte hier einmal aus. Ja, und wunderbar. Der erste muss natürlich 0 lauten und der letzte 4, weil es geht ja bis zu 5 hin. Hat also alles dem Anschein nach funktioniert. Insgesamt 5 Durchläufe sind hier erfolgt. Ja, diese Vorschleife könnte man jetzt auch in eine Endlosschleife abwandeln. Dazu muss man hier die ganzen Terme einfach noch rauslöschen. Und hier etwas Unsinniges wie endlos hineinschreiben. Führen wir das Ganze auch nochmal aus. Ja, wunderbar. Der Rechner hat viel zu tun. Beim schwachen PC sollten die dies vielleicht hier nicht probieren. Aber so viel jetzt erstmal zur Vorschleife. Okay.